So. Dachst du wirklich, ich wäre zufrieden? Wenn ich dich nur einmal töte, du verficktes Arschloch. Der bringt mich jetzt nochmal um, ja? Das ist okay. Wie oft muss ich das Spiel neu starten? Das ist aber ziemlich ätzend aufzunehmen, aber okay. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen, Mr. Flowey. Ja, lustig. Lustig, lustig, tralalala. Bald ist Flowey-Abend da. Ja, ist okay. Kann ich einfach. Boah, das sieht so grausam aus, Alter. Weil die Arme sind wahrscheinlich nur Kakteen, aber. Datei gespeichert. Ja, danke. Wie oft muss ich das jetzt machen? Muss ich jetzt wirklich einfach nur hier sitzen und sterben? Und leiden da oben in meiner Pseudo-Facecam, Alter? Sehr schön. Ich gehe mal davon aus, dass ich nichts machen kann. Wobei, der bringt mich gerade ziemlich langsam um. Ist jetzt wieder kaputt. Ist jetzt wieder kaputt. Geht das jetzt die ganze Zeit so weiter? Falls ja, wie lange? Ist alles nur ein böser Traum. Ja, ist okay. Wie lange muss ich das jetzt machen? Ha, ha, ha. Wie lange muss ich das jetzt machen? Ist das wirklich richtig, was ich hier mache? Muss ich das wirklich die ganze Zeit so machen? Das ist immer, dass das Spiel ist so wirklich. Das macht Sachen, die noch nie ein Spiel gemacht hat, das ich jemals gespielt habe. Ich meine, gut, es gibt irgendwie ein Sega, so ein X-Men-Spiel, so ein Genesis, also ein Mega Drive-Spiel, X-Men-mäßig. Heilige Scheiße. Dass das auch macht, dass das Spiel abstürzt. Also, das ist quasi. Oder das halt mal optisch passiert, wie zum Beispiel in Fez. Fez sorgt ja zum Beispiel auch dafür, dass der Bildschirm dann glitscht und so weiter und so fort. Muss ich jetzt wirklich einfach nur hier sterben die ganze Zeit? Also jedenfalls Fez sorgt dafür, dass man dann dass der Bildschirm glitscht und so weiter und so fort. Was dann einen ähnlichen Effekt, aber dann das Spiel geht nicht tatsächlich aus. Das Spiel wird geschlossen hier gerade die ganze Zeit. Jedes Mal, wenn der Bildschirm weg ist, passiert jetzt bitte was anderes. Jetzt stürzt das jetzt schon ab, meine Fresse. Okay, also es scheint so, als müsste ich diesen Kampf tatsächlich irgendwie gewinnen. Im Sinne von gewinnen. Und jedes Mal, wenn ich sterbe, stürzt das Spiel ab. Ist eine der nervigsten Sachen, die ich jemals in einem Videospiel gesehen habe. Aber okay, wird schon irgendwann funktionieren. Was ein Schwachsinn. Warnung, okay, da oben ist irgendwas neu. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich machen? Hab ich jetzt gewonnen? Was jetzt? Nein, 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 nicht cool, nicht cool. Jetzt noch zu sterben wäre das Uncoolste überhaupt. Da oben ist ein Tatknopf. Gib mir den Tatknopf. Du rufst nach Hilfe. Okay? Aber ich muss. Nein, 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 ich will nicht nach dir. Ich will jetzt nicht sterben. Oh, Gott sei Dank ist was Vernünftiges passiert. Oh, bitte lass das enden. Muss ich. Nein, wie oft muss das noch gemacht werden? Nein. Das ist ja. Ach, guck mal, die sehen aus wie Spawn aus Super Metroid. Wie schön. Oh, ist das eine Katastrophe? Das wird jetzt jedes einzelne Mal abstößen, wenn ich. Wird das jetzt jedes einzelne Mal abstößen, wenn die getroffen werden? Ey, das ist doch jetzt ein Witz, oder? Da passiert irgendwas, passiert da mit meinen Dateien. Die werden gelöscht oder so. Kann das sein? Kann das sein, dass gerade meine Dateien gelöscht werden oder so? Das ist also. Ich vermute mal, dass das jetzt hier alles. Natürlich ist das alles so richtig, aber das ist schon. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Bitte gib mir wieder Healing Items. Bitte gib mir Healing Items. Bevor ich sterbe, bitte. Danke. Oh, Gott sei Dank. Also das sind wahrscheinlich dann jetzt die ganzen Seelen, die hier gefangen sind, die mir dann die ganze Zeit weiterhelfen, die ich hier, was weiß ich, befreie oder was, ich habe keine Ahnung. Aber ich muss das da wohl jetzt nicht wirklich machen, bis die kompletten HP von dem Arsch noch leer sind, oder? Also das wäre ja wohl. Das ist die Dinger. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Teil überhaupt ausweiche. Ich habe keine Ahnung, wie ich den Dingern ausweiche. Diesen Sternchen da. Oder wie auch immer man die nennen mag. Okay, also da haben wir jetzt auch eine Hilfe. Wie oft muss ich das machen? Wie oft muss ich das machen? Ich habe wirklich Angst, jetzt hier zu sterben, weil das wäre eine verfickte Katastrophe, weil es ewig gedauert. Nein, Mann. Und meine HP werden immer weniger. Grünes Herz, okay, grünes Herz. Wie viele verfickte Herzen sind das, Mann? Alter. Ich muss den doch jetzt nicht wirklich komplett umbringen, oder? Wie lange soll das dauern, Alter? Das ist ja eine Katastrophe. Da ist die Tat. Die Tat. Nein! Oh. Bitte füllt mich wieder auf. Bitte füllt mich wieder auf. Ich will nicht sterben. Das wäre eine Katastrophe. Ich will nicht sterben. Gott sei Dank. Donuts. Ja. Mehr Donuts, bitte. Warum? Scheiße, ich kriege keine mehr. Scheiße, Mann! Oh, ich mache diesmal 26 Schaden. Das heißt, ich habe auf jeden Fall einen gewissen Fortschritt. Also, das heißt, ich muss den wahrscheinlich jetzt tatsächlich tot machen. Komplett umbringen, oder was? Alter, nein, komm mal klar. Das Ding ist, jedes Mal, wenn ich sterbe, wird das Spiel wahrscheinlich abstürzen. Und dann muss ich jedes Mal komplett von vorne anfangen. Das ist ja wohl eine Katastrophe, Alter. Ich wäre schön. Wobei, ich meine. Ich will doch nicht so selbstsicher sein, das ist das Problem. Ach, du Scheiße.
Nein. Bin ich einfach irgendwo hin... Er hat gerade definitiv nicht reingeschossen, wo der Fall... Da. Oh, bitte füll mich auf. Komplett, nach Möglichkeit. Nein. Das ist nicht ein einziges trifft mich. Ich werde sterben. Scheiße, ich will nicht sterben. Oh, es passiert was. Oh, Gott sei Dank. Was? Was muss ich tun? Oh. Ja, Healing-Items, mehr Healing-Items. Bitte machen wir das jetzt regelmäßig, das wäre sehr schön. Ich bin auf jeden Fall wieder voll. Aber die Hoffnung ist hinfortgeflogen, meine Damen und Herren. Scheiße. Und jetzt geht das wieder von vorne los. Flaus Abwehr sinkt auf null. Oh. Wir haben was geschafft. Und deshalb sinken wir auch nicht. Ich konnte ausweichen. Kampf. Oh. Wir schaffen das. Gib mir das. Scheiße. Kampf. Nicht getroffen werden. Oh, gib mir grüne Sachen. Bitte, gib mir grüne Sachen. Ich will nicht jetzt noch sterben. Nein, wir sind so weit, Mann. Oh, ich bin so nervös. Gib mir mehr grüne Sachen. Ich will nicht sterben. Das Ding, wenn ich jetzt sterbe, dann bin ich komplett raus hier, ne? Dann gib mir das Grüne. Oh. Oh, gib mir das. Oh. Gib mir mehr Grün. Ich mach immer mehr Schaden. Aber der wird auch wieder schneller. Das ist ganz schlecht. Nein. Gib mir das. Danke. Oh Gott. Wie viel HP hat der? Der ist immer mehr halb leer, Alter. Was? Das ist ja grausam. Mach was. Nein, nicht das. Mach was mir hilft. Danke. Oh nein. Oh, das ist ja viel, ich muss auf so viele Sachen kann ich gar nicht gleichzeitig achten, Alter. Komm mal klar, die sind grün, die müssen mich eigentlich heilen. Alles egal. Gib mir das da. Nein. Oh, mein Puls ist bei 7000. Circa. Komm. Nein. Wir machen jetzt keinen Quatsch mehr. Wir sind jetzt so weit, jetzt kann ich nie noch anfangen mit irgendwelchen lustigen Quatschsachen. Nein. Der ist, keine Ahnung, der ist zu 90% tot. Der ist zu 90% tot. Stirb jetzt. Dreckskackbratze, Alter. Das sage ich diesmal wirklich verdienterweise. Der ist tot. Stirb jetzt. Oh. Warum? Warum tut man mir das an? Nein. Das kann nicht passieren. Du. Datei 3 geladen? Nein. Du Idiot. Toll, danke. Diesmal rette mich kein Baby Metroid, wa? Ja, er lädt jetzt so auf Datei 3, dass er mich so oft töten kann. Ja, ich habe verstanden. Wir können gerne weitermachen. Ja, ist okay. Datei 6 gespeichert. Oh mein Gott. Hihihihi. Dachtest du wirklich, du könntest mich besiegen? Ich bin der Gott dieser Welt. Und du? Du bist hoffnungslos. Ja, ist klar. Hoffnungslos und alleine. Oh ja, das stimmt. Deine wertlosen Freunde... Könnte ich jetzt nicht retten. Ruf nach Hilfe. Sag's dir. Weine in die Dunkelheit. Mama, Papa. Irgendjemand, Hilfe. Sieh her, was es dir bringt. Tat. Du rufst nach Hilfe. Und keiner kommt. Doch es kam niemand. Junge, wie schade. Niemand sonst. Möchte dir beim Sterben zusehen, du verficktes Arschloch. Hasse dich. Ja, ist okay. Die arschlöchigste Blume auf die... Okay, auf dieser Erde? Was muss ich... Was? Wie hast du... Nun, ich werde einfach... Laden fehlgeschlagen. Wo ist meine Kraft? Oh, hi. Die Seelen? Was machen sie? Jetzt wüsste ich auch gerade gerne... Jetzt kriegen wir offiziell LSD-Trip geschenkt. Das kannst du nicht machen! Du musst dich mir unterwerfen! Du kannst mich mal am Arsch denken. Stopp! Hör auf! Und so weiter und so fort. Ja, wer will mich jetzt gerettet haben? Esker ist tot. Flowey hoffentlich auch. Dreckiges Arschloch. Gnade. Ist nicht. Was machst du? Denkst du wirklich, ich habe etwas gelernt? Nein. Trotzdem, nein, ist nicht. Vergiss es. Mich zu verschonen wird nichts bringen. Mich zu töten ist der einzige Weg, das zu beenden. Nein. Wenn du mich leben lässt, werde ich zurückkommen.
Ja, du siehst ziemlich, ziemlich gruselig aus für eine Blume, aber ist egal. Ich töte dich. Du tötest mich nicht, mein Freund. Ich töte dich jedenfalls nicht. Ich töte alle. Nein. Ich töte jeden, den du liebst. Ja, denke nicht. Fragezeichen, sagt er. Ja, ja, wir kommen der Sache vielleicht näher. Warum? Warum bist du so? Nett zu mir. Versteh es nicht. Versteh es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Flowey ist geflohen. In your face, bitch. Siehst du mal, und das ohne den, und das ohne den zu töten, aber sind wir nicht toll. Was geht jetzt so vonstatten, Alter? Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt noch so passiert, meine Damen und Herren. Was? Das ist der Titlescreen. Von Toby Fox. War's das jetzt? Nein. Das war's jetzt? Das sind jetzt die Credits. Das war's. Okay. Das ist aber jetzt irgendwie unbefriedigend, oder? Andere meiste Monster-Designs? Fragezeichen. Sehr schön. Aber habe ich jetzt wirklich das gute Ending bekommen? Ist das jetzt wirklich das gute Ending? Die lassen mich jetzt einfach so stehen, ohne irgendwelche... Ring, ring. Mein Telefon. Hallo. Ist jemand da? Naja, ich lasse einfach eine Nachricht da. So. Ist eine Weile her. Die Königin ist zurückgekehrt und herrscht über den Untergrund. Sie hat neue Regeln erschaffen. Alle Menschen werden nicht wie Feinde behandelt, sondern wie Freunde. So ist wahrscheinlich eh am besten. Diese menschlichen Seelen, die der König gesammelt hatte, scheinen verschwunden zu sein. Also wird der alte Plan wohl nicht mehr so schnell aufgehen. Aber obwohl die Leute noch untröstlich aufgrund des Königs sind, um unsere Freiheit sieht schlecht bestellt aus. Die Königin gibt ihr Bestes, dass wir nicht die Hoffnung verlieren. Also, hey. Wenn wir unten nicht aufgeben, dann gibt er oben auch nicht auf, in Ordnung? Versprochen. Wer weiß, wie lange es dauern wird. Aber wir werden es schon hier raus schaffen. Hans, mit wem redest du? Oh, mit niemandem. Was? Niemanden? Kann ich auch mit ihm reden? Hier, nimm schon. Warte eine Sekunde. Ich erkenne diese Nummer. Achtung, Mensch. Ich, der große Papyrus, bin jetzt der Anführer der Königsgarde. Hey, er hat's geschafft. Das ist alles, was ich mir immer erträumt habe. Ich weiß. Aber anstatt zu kämpfen, genießen wir nur Blumen. Gießen wir nur Blumen wahrscheinlich, aber ist egal. Ist also ein klein wenig anders als vorher. Und wir helfen Dr. Alphys bei ihrer Forschung. Sie findet einen Weg, dass wir alle hier rauskommen. Klar. Anderen hilft mir auch. Auch wenn ihre Methoden zu helfen ein wenig explosiv sind. Ja, ich kann mich dran erinnern, Alter. Aber ich denke, Alphys hat sie gerne in ihrer Nähe. Oh oh. Hey. Was stellst du an, du Rabauke? Ja. Bitte schone das Handy. Hey. Wer hat hier die Leitung? Ich. Oh, ja. Ist ja richtig. Ich habe meinen Job als Leiterin der Königsgarde aufgegeben. Da wir niemanden mehr bekämpfen, ist die Königsgarde völlig zerfallen. Es gibt jetzt nur noch ein Mitglied. Aber er ist extrem gut. Ja, das ist er. Komm her. Bitte schone das Skelett. Wie auch immer. Ich arbeite jetzt als Alphys Laborassistentin. Doch, das ist doch ein schöner Job eigentlich, oder? Wir werden einen Weg finden, hier einfach alle mal zu gehen. Vorzugehen. Okay. Oh, ich bin auch eine Sportlehrerin in der Schule der Königin. Weißt du, dass ich 7 Kinder stemmen kann? Noch nicht, jetzt schon. Klasse, was? Ja, das ist beeindruckend, Alter. Hey. Tut mir leid, was mit Eskor geschah. Du hast nur getan, was du tun musstest. Es ist nicht deine Schuld, dass er... Ach, verdammt. Ich vermisse den großen Kerl. Ja, ist nachvollziehbar. Komm schon, Andein, reiß dich zusammen. Ich erzähl dir noch, was Alphys zurzeit so macht. Naja, sie ist eigentlich genauso drauf wie immer. Vielleicht ein wenig zurückgezogener als sonst. Scheint, als würde sie irgendwas wirklich beschäftigen. Aber sie kommt damit nicht zurecht. Ich bin jedoch da, sie zu unterstützen. Ja, das ist doch schön. Aber lass dein Haus stehen, das wäre auch ganz cool, glaube ich. Dafür sind Freunde da, nicht wahr? Das ist korrekt, Alter. Ist viel gelernt, Mann. Hey, wo auch immer du jetzt steckst. Ich hoffe, dort ist es besser. Wir mussten viel opfern, damit du es schaffst. Also, wo auch immer du bist, gib dein Bestes, um glücklich zu sein, okay? Machen wir. Uns zuliebe. Wir fühlen uns besser, wenn wir wissen, der Ärger war es auch wert.
Wir sind bei dir. Jeder ist das. Sogar die Königin. Hey, warte eine Sekunde. Toriel, Toriel, möchtest du? Sie sagt, sie wäre beschäftigt. Och, aber wenn sie wüsste, mit wem wir reden. Wenn wir das Handy für ein paar Stunden nicht wiedersehen. Ja, wahrscheinlich. Wir haben diese wir haben die Gnade, dich von ihr zu verschonen. Ja, das ist nett, aber rufe mal zurück, okay? Sie telefoniert gerne. Kenn ich. Von einer anderen Großmutter. Oh, ups. Das Teil hat fast keinen Saft mehr. Ich halte das ungern kurz, aber man sieht sich, okay, Kumpel? Klar. Tschüss fürs Erste. Man sieht sich, du Rabauke. Klick. Guck mal, da haben alle dann, im Endeffekt ist dann da ja alles gut geworden. Auch wenn die jetzt dann unten da in ihrer Unterwelt leben. Warum? Warum lässt du mich gehen? Erkennst du nicht, dass Freundlichkeit dich nur verletzen wird? Sieh dich nur an. Du hast all diese tollen Freunde. Aber jetzt siehst du sie wahrscheinlich nie wieder. Ganz davon zu schweigen, wie weit du sie zurückgesetzt hast. Tut wenig, wa? Wenn du einfach weitergegangen wärst, ohne dich um alle zu kümmern, müsst du dich jetzt nicht schlecht fühlen. Ich fühle mich eigentlich gar nicht so schlecht. Versteh das nicht. Wenn du wirklich alles richtig gemacht hast, warum musst du dann trotzdem alles so enden? Warum? Ist das Leben wirklich so unfair? Sag mal, was wäre, wenn ich dir sage, dass ich über ein besseres Ende Bescheid weiß? Du musst nur deinen Spielstand laden und warum siehst du nicht in der Zwischenzeit nach Dr. Alphys? Scheint, es hätte dir bessere Freunde sein können. Wer weiß, vielleicht hat sie den Schlüssel zu einem Glück, zu deinem Glück. Bis später. Also jetzt hilfst du mir auf einmal doch, ja? Okay. Okay, dann wissen wir ja Bescheid, dass wir das wohl mal machen sollten. Das werden wir allerdings erst im nächsten Video tun, meine Damen und Herren. Spannendes Ende, finde ich. Also den Speicherstand laden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal. Ich weiß, dass man dann noch irgendwie... Also das war jetzt schon im Grunde genommen das gute Ende, weil wir haben ja tatsächlich keinen angegriffen und so weiter und so fort. Es gibt aber ein noch besseres Ende im Grunde genommen, wo man dann halt, wie Flowey gerade sagte, dann nochmal zu Dr. Alphys zurück muss und dann noch ein paar andere Sachen erledigen muss. Das werden wir dann allerdings erst im nächsten Video angehen, meine Damen und Herren. Heilige Scheiße. Anstrengend, anstrengend. Bis dahin, hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Vielen lieben Dank, dass du da wart. Und hochwitzig winkenderweise bis zum nächsten Video. Ja, meine Damen und Herren. Tschüss.